Das wäre natürlich sehr schlimm, wenn die WM unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert werden müsste. Es ist einfach eine Verantwortung, auch von der IAF fast weltweit diese Sportart auch für jugendliche Kids zu präsentieren. Da wollen wir unseren Anteil zu leisten, dass wir das mit einer Dynamik, mit viel Teamgeist schaffen. Aber da sind natürlich auch TV-Bilder wünschenswert. Dadurch, dass ja die Internationale Handballföderation jetzt die Rechte an Lagardère vergeben hat, sind die Chancen tatsächlich also sehr nahe 100%, dass es eine Lösung gibt. Und das ist jetzt eher die Frage, kriegst du die öffentlichen Rechtlichen, ARD, ZDF, oder kriegst du ein anderer frei empfangbarer, starker Sender wie Sat1, RTL, ProSieben oder so. Das ist jetzt eher noch die Frage. Und da wird sicherlich von allen Seiten verhandelt, vielleicht auch ein bisschen gepokert. Aber ich bin jetzt, oder jetzt können wir guten Gewissens optimistisch sein, dass Fernsehbilder von der WM 2019 anbelangt.